Nina Ortliebs Saison ist wegen einem Kreuzbandriss zu Ende. Bayern siegt in Augsburg glücklich und Österreichs Handballherren holen bei der WM ihren ersten Sieg. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Am Wochenende ist es soweit. Das Hahnenkammrennen, das Skihighlight des Jahres, geht in Kitzbühel über die Bühne. Und dafür gibt es zumindest für einen Österreicher schon mal gute Aussichten. Beim ersten Training für die Weltcup-Abfahrt auf der Streif holt Hannes Reichelt Platz 3. Ihm haben nur 48 Hundertstel auf US-Amerikaner Ryan Cochran Siegel auf Platz 1 gefehlt. Platz 2 im Training belegt US-Teamkollege Travis Ganong. Reichelt war gestern der einzige ÖSV-Fahrer, der vorne mitmischen konnte. Schon heute findet das nächste Training statt. Auch bei den Damen hat gestern das erste Training für die Abfahrt in Grand-Montana stattgefunden. Und das war leider von einem schweren Sturz unserer ÖSV-Dame Nina Ortlieb überschattet. Durch eine schwere Verletzung am rechten Knie musste die Vorarlbergerin mit dem Helikopter geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Untersuchungen haben einen vorderen Kreuzband, Innenband, Außenmeniskus und Patellasehnenriss ergeben. Nach dem vorzeitigen Saisonende von Nicole Schmidhofer durch eine Verletzung am linken Knie ist nach dem schweren Sturz nun auch für Nina Ortlieb die WM-Saison vorbei. Wir wünschen der Vorarlbergerin eine gute und baldige Besserung. Trainingsschnellste war gestern die Olympiasiegerin Sofia Goggia. Platz 2 holt sich Corinne Sutter und Platz 3 Elena Curtoni. Als beste Österreicherin ist Tamara Tippler mit Platz 13 ins Ziel beim Training in Grand-Montana gefahren. In der deutschen Bundesliga besiegt gestern Bayern München mit viel Glück den FC Augsburg. In der 13. Minute bringt Robert Lewandowski die Münchner per Elfmeter in Führung. In der zweiten Halbzeit haben die Augsburger gute Chancen auf den Ausgleich. Die beste vergibt Finn Bogason in der 76. Minute per Elfmeter. Schlussendlich bringt der deutsche Rekordmeister mit David Alaba den 1:0-Vorsprung über die Zeit und steht damit 4 Punkte vor RB Leipzig. Die Bullen besiegen mit Marcel Sabitzer gestern Union Berlin mit 1:0. Eintracht Frankfurt trennt sich gestern mit Martin Hinteregger gegen Freiburg mit einem 2:2. Damit steht das Team von Adi Hütter auf dem 8. Rang in der Tabelle. Im Tabellenkeller verliert gestern Schalke 04 gegen Köln in der letzten Sekunde mit 2:1. Damit rückt das Team von Alessandro Schöpf dem Abstieg immer näher. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt mittlerweile schon 8 Punkte. In der englischen Premier League besiegt gestern Manchester City Aston Villa mit 2:1. Damit rückt die Elf von Pep Guardiola auf den 2. Platz vor. Den 1. Platz behauptet gestern Manchester United. Die Red Devils besiegen Fulham mit 2:1. Gestern blamiert sich Real Madrid im spanischen Cup. Die Königlichen scheiden in der 3. Runde gegen einen Drittligisten in der Verlängerung mit 2:1 aus. Unsere Handballherren haben gestern bei der WM in Ägypten ihren ersten Sieg gefeiert. Gegen Marokko haben sie mit 36:22 gewonnen. Beim President's Cup spielen sie sich die Plätze 25 bis 32 aus. Bereits am Freitag geht es gegen Chile weiter. Es ist ein historisches Ereignis. Beim 55. Super Bowl am 7. Februar wird in Tampa zum ersten Mal eine Frau als Offizielle am Feld stehen. Das hat die Liga am Dienstag bekannt gegeben. Damit schreibt Sarah Thomas Geschichte. 2015 war die Amerikanerin schon die erste Frau, die in der NFL als Schiedsrichterin zum Einsatz gekommen ist. Die 47-Jährige wird als Teil der Crew von Chef-Referee Carl Jeffers die Aufgabe als Down-Judge ausüben. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Donnerstag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio. Boom, 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 boom.